Die Stahlwerkstatt wird präsentiert von Stahlwerk. Yippie-yay-yay. Pass auf, Kumpel. Wir sind natürlich immer noch bei unserem Logo dran. Also legen wir los mit Nieten, Planken, Planken, noch mehr Planken, Rundungen, Planken, Nieten, Nieten. Fertig werden. Ich ziehe mir das Schweißgerät ran. Das machen wir gleich hier vor Ort. Dann bekommt dieses ganze Aluminium-Logo-Unterbaugestell noch ein bisschen Licht. Soll ich dir mal zeigen? Komm her. Ich habe dieses Flachprofil, ich möchte mal Flachstahl sagen, aber es ist Aluminium. Ne? Das habe ich angewalzt und zwar nach Zeichnung auf exakt 297 mm Radius. Stimmt natürlich nicht. Ich bin aber nah dran gekommen und habe mir irgendwie so eine 300 gewählt. Das brauche ich, um das Logo so originalgetreu, wie es nur irgend geht, nachzubauen. Groß skaliert auf 7200 und ein paar kleine. Zack! Wie bei Cool Runnings. Kennst du das noch? Das ist dieser Film, wo die, was war das nochmal, eine Bob-Weltmeisterschaft oder so. Jetzt sind wir schön falsch gelaufen, ne? Nichtsdestotrotz haben wir die Ecken mit einem 40x5 Flachprofil ausgebildet auf einer Walze. Die habe ich jetzt hier angeschweißt. Dann habe ich noch eine kleine Sache gemacht. Ich habe einen Test gemacht, denn ich möchte das beplanken mit Alu-Verbundplatten in schwarz-matt. Wir haben uns organisiert, die sind glücklicherweise rechtzeitig gekommen, sodass ihr mir heute ein bisschen über die Schulter gucken könnt, wie wir das veranstalten. Ganz einfache Geschichte, es wird genietet und dann haben wir ein schwarz-mattes Haarprofil. So. Jetzt zeige ich euch mal eine Ecke, die ich schon produziert habe. Die liegt hinten auf meinem Aufkleber, auf meiner Zeichnung auf dem Boden. Warum ist das so? Weil ich kontrolliere da immer mal wieder meine Maße. So sieht's aus, ja? Einfach drum gezwirbelt, schön eng an unser Profil dran, weil das Logo ist rund und nicht eckig. Und unten können wir sehen, wie sehr wir die Maße getroffen haben. Passt perfekt, da wird bestimmt hier und da so ein Millimeterchen drin sein, aber das stört uns nicht, denn auf 7 Meter haben wir halt eine kleine Toleranz. Wir wollen natürlich so sauber, wie es geht, rauskommen. Und da arbeiten wir auch für, deswegen zwingen, zwingen, noch mehr zwingen, planken, planken. Ja? So, jetzt muss ich sehr wahrscheinlich ein Rohr anschweißen. Ja? Warum? Weil ich habe hier eine Delle. Ja? Das ist, weil ich einfach viel Kraft drauf gegeben habe und das Material da so ein bisschen sauer auf mich ist. Aber wir werden es überreden. Relativ genau gearbeitet. 5,6. Hier ist 5,6,0. Was ich als allererstes mache, ist alle Rundungen, damit ich den Bauchschmerz erstmal weg habe, denn es ist für mich viel einfacher, die Rundung aufzubauen und die gerade enden zu lassen und dann ein gerades Stück anzusetzen.
nächsten Traum. Streich Maß. 1380, 20 mm, Mitte, bohren. So. So, 1380. Dann haben wir gesagt, wir gehen immer 65 von außen. Das gilt immer noch. Dann haben wir hier 6,5. Ist mittig da. Nieten, Planken, Planken, noch mehr Planken, Rundungen, Planken, Nieten, Nieten. Wir sind ja mit dem hier jetzt durch, richtig? Durch, ja. So, das heißt, wir springen gleich rüber zu dieser kleinen Platte. Ist das an da überhaupt? Ne. Das ist nur ein Test, ne? Oder? Das ist an. Läuft das? Ja. Echt? Aber ich hätte das Gleiche gesagt, ja, auch vor der Kamera, mein Freund. Also, wir sind mit diesem vorderen Teil fast fertig. Wir haben jetzt noch hier diese paar kleinen Nieten. Dann machen wir die hintere Platte, damit wir mit der wiederum stoßen können, damit die Stöße sauber aussehen. Gut, okay. Nützt alles nichts. Ich muss hier bohren und dann kann ich nieten. Also, wir haben gesagt 65. 65 ist ungefähr da. Mittig und das ist ungefähr hier. Ist das so? Das passt mir gut. Nummer 1. Jetzt haben wir wieder das gleiche Problem wie eben, oben. Ich arbeite gerne mit der hier, weil du hast Power und das geht relativ zügig. Das ist aber nicht schlimm, dass ich mit der großen nicht hinkomme, weil das kann ich mit der hier machen. Der Sound ist richtig was für Nerds, ne? Das ist der Spezialist. So, hier komme ich besser mit der dran. Einmal. Zweimal. Perfekt. So, direkt wegpacken, weil die brauche ich nur in den Ecken. So, jetzt sind wir einen Meter weiter. Jetzt machen wir oben noch zwei Nieten und dann sind wir da. Also, weiter geht's. Daniel macht Sound mit Folie. Freut den Zuschauer. Fertig.
Also. Ich muss es so machen. Na, jetzt ist gut. Sonst macht die nicht fest. Freunde, bis hierhin meine persönliche Reise auf die Messe 2023 Schweißen und Schneiden. Logo ist fertig, bis auf die Platten. Die bekomme ich nächste Woche. Dann kommt hier oben ein Deckel drauf. Der wird natürlich genauso shiny wie alles andere auch. Besonders stolz bin ich auf diese Rundungen. Das hat so hervorragend funktioniert. Also richtig gut. Meine Reise geht schon weiter. Ich habe da drüben schon die nächste Baustelle aufgemacht. Ja, Zeit läuft, Messe kommt. Wir halten euch ganz sicher auf dem Laufenden mit einem wirklich sehr spannenden Projekt. An dieser Stelle verlasse ich euch und wir sehen uns ganz bestimmt in der nächsten.